KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer. Hallo liebe Kate. Hallo Erik. Hallo, hallo. Hast du deine Radiostimme aufgesetzt hier? Erwähnt. Eine. Wie ist der Radiosender da, der Hochschul... Hochschulradio Stuttgart, Horaz. Horaz, genau. Ich habe gerade die Abkürzung überlegt, wie die war. Horaz FM. Genau. Kann man heute noch sehr gut hören übrigens, gibt es immer noch. Ja, manchmal, wenn ich da reinschalte, die haben irgendwelche kuriose Weltmusik, das ist nicht ganz so meins. Nee, die haben halt Independent-Musik hauptsächlich, deswegen. Ja, manchmal haben sie echt gute Schienen, da kannst du gut hören, aber manchmal haben sie irgendwelche Weltmusik, das ist dann nicht ganz so meins. Das ist dann eher was für, naja. Aber gut, wir waren natürlich im Kino und haben ein paar Serien geschaut, zum Beispiel im Kino Erwartung, der Marco-Effekt. Entschuldigung, ich war kurz eingeschlafen, was? Ja. Dann König Otto, ich nehme mal an, das geht um Rehakles, genau. Die Doku, ja. Haben Otto, wir im Angebot. Reha, The Adam Project, der neue Film von den Free Guy-Machern, jetzt auch wieder mit Ryan Reynolds. Und je nachdem, mal gucken, wir haben noch drei Serien. Okay, ein Teil von mir, den habe ich auch gesehen, Halo. Und ich stelle mal kurz BattleBots vor, mal gucken, wer das kennt. Und mal schauen, vielleicht schaffen wir ja sogar noch einen extra Film. Ich werde ihn mal noch nicht nennen, aber mal gucken. Der Marco-Effekt, Erwartung, Doppelpunkt, der Marco-Effekt, so rum. Effekt, Marco, der Erwartung, nee, wie war das? Ja, wie es jetzt im neuen Deutschen heißt. Ne? Der läuft erst ziemlich spät an. Wann war das, im Juli oder so, in 2 Monaten? Nee, Juni, Entschuldigung, 2. Juni läuft er an. Das heißt, es war eine ganz frühe Sneak Preview, die wir hier mal hatten in Stuttgarter Innenstadtkinos. Und deswegen war der auch bei noch so ziemlich niemanden irgendwie auf der Tippliste drauf, weil meistens liegt so, ja, so ungefähr 4, 5, 6 Wochen vielleicht in der Vorschau die Sneak Preview-Filme, die wir bekommen. Und ich hatte den auch nicht. Und der hätte auch, ich glaube, ich hätte auch den auch vom Tipp her nicht da eingeordnet. Warum nicht? Nee, weiß nicht. Ja, irgendwie nicht so. Also ich kenne ja nun nicht alle Filme und alle Filmbeschreibungen im Detail, aber so vom Titel her und von der Kurzbeschreibung hätte ich den da nicht eingeordnet. Aber egal. Worum geht's denn? Wir sehen ganz am Anfang, wie ein Junge, 15 Jahre alt, Marco heißt er auch, wie er in einer Zugtoilette sich verschanzt, weil ihm da irgendwelche Leute auf der Spur sind, die da den Zug durchsuchen und er hat wohl offensichtlich keine Fahrkarte und er flieht dann auch und während er flieht, fällt ihm etwas runter, das ist nämlich ein Pass und dieser Pass gehört jemandem, der vor ungefähr 2 Jahren verschwunden ist und jetzt sucht natürlich die Polizei nach diesem Jungen auch, weil sie wissen wollen, wo hat er den Pass her, weil das hängt mit jemandem zusammen, eben der verschwunden ist und parallel ist noch so eine Geschichte, wie es halt immer bei diesen Jussi Adler-Olsen-Geschichten ist. Das sind ganz viele parallele Stränge, die da ablaufen und parallele Geschichten, die da erzählt werden. Wir hatten ja auch schon, ich glaube, Erlösung und Verachtung oder sowas hatten wir auch mit diesem Sonderdezernat Q oder so in der Sneak Preview. Die fand ich ja ziemlich gut. Und jetzt ist hier so, der Kommissar, der gehört aber, weiß nicht, ob der auch zu diesem Dezernat Q gehört. Der Name fiel zumindest kein einziges Mal. Aber dieser Polizist, der Kommissar, der Leiter von dieser Einheit, der hat am Anfang so einen traumatischen Fall. Das sieht man in den ersten Minuten von dem Film, dass nämlich ein Kollege von ihm sich das Leben nimmt, indem er so von so einem Haus springt. Er versucht ihn noch so zu überreden, das nicht zu tun. Und er springt dann aber und ist dann erstmal eine Zeit lang raus aus der Polizeinummer und kommt dann wieder zurück und sollte aber eigentlich noch nicht wieder arbeiten, tut es aber trotzdem. Und schleppt dann nur so ein ganzes Paket an Problemen mit sich rum. Und er bekommt nun diesen Fall mit diesem Jungen, den er ausfindig machen soll, mit dem Passport. Und wo ja auch dieser andere Fall noch mit dranhängt. Und da fangen sie parallel noch an diesem alten Fall noch zu ermitteln. Was ist da? Warum ist der verschwunden? Was lag da zugrunde? Und wie es, man kann es ja fast sagen, wie es immer bei diesen Jussi Adler-Olsen-Sachen ist,
da steckt wieder das ganz große Ding dahinter, die ganz große Verschwörung, wo in höchste Ebenen das reicht. Also wenn man das immer so mitbekommt in diesen Filmen und in diesen Büchern, wer sich da vielleicht vielleicht viele Bücher liest von Jussi Adler-Olsen, der muss ja das Gefühl haben, dass da in Dänemark spielt das, glaube ich, ne? Oder? Schweden? Weiß gar nicht mehr. Norwegen? Dänemark, ja. Ja, dass da in Dänemark wirklich alles korrupt, alles kriminell bis in höchste Kreise ist und so. Das ist so das, was hier so vermittelt wird in diesen Tagen. Und ja, der zieht sich ganz schön, der Film, der geht über 2 Stunden. Das ist natürlich ein ganz schönes Brett hier für einen Montagabend in der Sneak Preview, wenn man jetzt nicht genau weiß, worauf man sich einlässt. Und der hat auch manchmal ganz schön so das Gas rausgenommen. Und der hatte Gas? Ja, manchmal, ich sag mal so, gerade die Anfangsszenen und die Fluchtszenen und so. Und dann der Junge, gut, das war dann immer ein bisschen langweilig, der hat auch ein bisschen schlecht gespielt, fand ich. Das war wieder das übliche Problem mit Jugenddarstellern. Und da war so ein bisschen die Luft raus und hat dann manche dazu gebracht, mal leicht wegzunicken, glaube ich. Ja, ich gebe es ehrlich zu. Also ich hatte auch mal wieder einen anstrengenden Tag und bin tatsächlich einfach während des Films einfach weg gewesen. Und ich glaube, ich habe leicht geschnarchelt sogar. Deswegen der Erik mich, glaube ich, fast geweckt hat. Nee, es war noch kein Schnarchen. Es war aber so dieses... Die Vorstufe. Dieses tiefe Atmen. Und ich war so ein bisschen in Alarmbereitschaft, weil ich dachte, wenn jetzt gleich der große Schnarcher kommt, dann muss ich dich wecken. Aber großartig. Also, es ist jetzt... Ja, ich merke, man wird älter. Deswegen... schlaf auch ich tatsächlich mal im Kino ein, aber das passiert eigentlich auch nur, wenn der Film mich so total packt und das war halt in dem Fall nicht so. Also ich fand es ein bisschen langweilig. Mhm. Ja, der hatte schon echt ganz schöne Längen und auch diese Verstrickung und so, die fand ich, wir hatten ja schon einige Jussi Adler-Olsen Sachen auch in der Sneak Preview. Irgendwie hatte ich die anderen alle besser in Erinnerung. Die haben mir besser gefallen, die Filme. Die hatten mehr Zug und ja, da war mehr drin. Genau. Hier passiert zwar auch einiges, also irgendwie von diversen Selbstmorden über Schießereien und Verfolgungsjagden und sowas. Das ist aber alles immer so, ich weiß auch nicht, weil auch diese ganze Geschichte, also es geht dann letzten Endes darum, also das kann man ja schon, das ist ja jetzt nichts verraten, nee. Also dass derjenige, der verschwunden ist vor ein paar Jahren, der hat in der Entwicklungshilfe gearbeitet und da bei diesen Entwicklungshilfeprojekten ist wohl Geld veruntreut worden und das wollte er öffentlich machen und dann hat er eine Anklage bekommen, dass er irgendwie kinderpornografisches Material hätte und dann hat die Polizei eine Durchsuchung bei ihm gemacht, auch diverse Sachen gefunden und daraufhin ist er dann verschwunden. So. Und man weiß bis heute nicht, seine Frau weiß auch nicht, wo er ist und so. Ja, das ist so der Aufhänger und das ist jetzt, ja, ich weiß auch nicht, das war jetzt nicht gerade so der Riesenkracher. Und ich weiß auch nicht, aber manchen hat es gefallen, in der Sneak, ne? Ja, es glaub ich ja auch. Es ist ja auch durchaus interessante Story wohl auch, nur ich weiß auch nicht, das haben wir schon besser gesehen, glaube ich, also glaube ich, ich sag so viel glaube ich heute Morgen, ich glaube ich brauche mehr Kaffee. Es ist, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor der Sendung jetzt gerade nochmal schauen müssen, was überhaupt am Montag lief, so ist der im Gedächtnis geblieben und das ist eigentlich schade. Denke, der hätte mehr Aufmerksamkeit verdient, ist aber aufgrund seiner Länge und seiner Erzählweise eher so ein Kandidat für, da muss man wach dafür sein. Ja, wach sein für einen Kinofilm ist erstmal nicht verkehrt. Ja, wobei es gibt ja auch Filme, da kannst du einfach das Hirn ausschalten und gut ist. Hat bei mir hier in dem Fall nicht funktioniert. Okay. Ja, deswegen kommen wir vielleicht gleich mal zu den Punkten. Ich gebe diesem Film 6 Punkte. Weil mir 20 Minuten fehlen, kann ich keine Wertung abgeben. Ich gebe ihm 5 von 10 Punkten für den Marco-Effekt. Weil du hast eigentlich alles gesagt, der Kinderschauspieler, ja, okay, aber nicht so überzeugend wie ganz arg vieles andere auch. Und
Nee, mir hat irgendwie so dieser Kick einfach gefehlt. Nun ja, was erwartet uns denn eventuell dann, oder was heißt uns, euch oder dich oder keine Ahnung, dann morgen in der Sneak Preview? Wie lautet der Tipp und sind da schon Hinweise eingegangen? Es gibt zwei Ergebnisse. Der Tipp lautet große Gefühle. Und getippt wurde Ambulance und Loving Haysmith. Ja, mal schauen. Ambulance ist doch der mit Jack Gyllenhaal, oder? Das ist der neue Michael Bay-Film. Ja. Warum das da große Gefühle und warum der Ambulance mit P geschrieben hat. Außerdem ist es der immer Avatar tippt. Weiß ich auch nicht. Naja, dann bin ich gespannt. Hat das aber schon lange nicht mehr als letzte Woche erst. Immer dieses Fronten hier. Letzte Woche erst, oder? Nicht? Ich scroll mal runter. Lass mal gucken hier. Immer hier schön. Nee, letzte Woche nicht. Aber vorletzte Woche, siehst du? 11.03, Avatar 2. So. Ja. Okay, naja. Aber Ambulance läuft doch schon, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, Der ist zusammen mit JGA gestartet. Der läuft seit drei Tagen. Ja, der ist mit JGA zusammen gestartet. Dann kann er nicht kommen. Denn meine Tochter, die bekommt nämlich bald wieder Besuch und da wollte sie wissen, was kann ich denn im Kino gucken? Und als vor ein paar Wochen Besuch da war, da konnte ich nichts guten Gewissens empfehlen. Diesmal konnte ich sagen, okay, JGA kann sie mal gucken und eventuell Ambulance auch. Okay, na mal schauen, was dich dann morgen erwartet in der Sneak Preview. Ich werde ja nicht gehen, weil... Junge, aber wenn es Loving Highsmith ist, gehe ich, glaube ich, heim. Okay. Wirst du ja dann sehen, aber du musst durchhalten. Du musst die Mordok, das ist auch wieder hier schwarz-weiß, sehe ich das richtig? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, vielleicht ist im Kino der Projektor kaputt, dass da häufig jetzt so diese Schwarz-Weiß-Sachen laufen. Vielleicht können sie da ein bisschen, da sparen sie die Farbe, weißt du, das ist wie beim Drucker, wenn du da wenn du nicht in Farbe druckst, sondern. Ja, aber trotzdem, mein Drucker, wenn gelb leer ist, druckt er auch schwarz-weiß nicht mehr. Na, ich hab hier einen Schwarz-Weiß-Toner. Ist in Farbe der Film, ich nehme alles zurück. Schwarz-Weiß-Laserdrucker, da kann ich empfehlen. Das kommt nicht. Na, aber es hat was mit großen Gefühlen zu tun, deswegen war das mein Tipp. Mal schauen. Bin gespannt. Keine Ahnung von Kino. Doch, so, ja. Bin gespannt, was du dann berichtest morgen, während ich dann woanders bin. Und dann musst du diesmal nicht einschlafen, versuchen Kaffee und vorher, so, falls es doch langweilig wird oder so, ich weiß nicht. Ich gebe mir alle Mühe. So, und dann gehen wir mal rüber in den Bereich Heimkino. Heimkino. Erzähl mal was über König Otto. Die lief ja sogar im Kino, kann ich mich erinnern. Hatten wir mal bei Neustarts drin. Ja. Ja. König Otto ist eine Doku, ein Doku-Film. Der dauert noch nicht lange, der geht ein bisschen mehr wie eine Stunde. Und geht darum, um die länger dauert auch der Fußballerfolg der griechischen Nationalmannschaft nicht. Sag mal, aber immerhin hatten sie Erfolg. Ja. Nicht wie Italien, ne? Sorry, Schadenfreude. Der Stachel von 2006 sitzt noch sehr tief. 2006. Ja, Zidane Matarazzi. Ja, Matarazzi. 16 Jahre her. Der Stachel sitzt hier. Meine Güte. Zidans letztes Spiel und Matarazzi. Weißt du noch damals in der Grundschule, als jemand deine Schokomilch weggetrunken hat, was mit dem Stachel? Na, wir haben dann immer, wenn jemand diese dreieckigen Kartons genommen hat, haben wir von hinten dann zugedrückt, dass dann bei dem das alles gleichzeitig. Am 10. November 2021 erschien König Otto im Kino. Jetzt läuft er gerade auf Sky, eine Doku über den griechischen EM-Titel, wie Otto Rehhagel die Mannschaft Griechenlands zum EM-Titel geführt hat. Und es ist, ja, man muss nicht der größte Otto Rehhagel-Fan sein oder alles, aber es ist eigentlich recht nett gemacht, weil Rehhagel hockt auf einem Thron quasi und wird da teilweise interviewt und hat immer Janni an seiner Seite, den man nicht sieht. Janni ist sein Übersetzer, weil er spricht immer noch kein Griechisch und das ist auch voll okay. Aber es ist einfach eine nette Geschichte und auch das nochmal wiederzuerleben, was da passiert ist. Und 2004 ist ja Rehhagel als Trainer der griechischen Nationalmannschaft Fußball-Europameister geworden. Völlig überraschend als großer Außenseiter, da hat man unter anderem Frankreich aus dem Turnier gekegelt.
Zweimal gegen Portugal gewonnen, das erste und das letzte Spiel jeweils in Portugal, die EM. Und es ist einfach schön erzählt, schön nacherzählt, wie es dazu kam, welche Schwierigkeiten es da gab. Auch die Mannschaft, wo er am Anfang gesagt hat, was ist das für einer, der spricht nicht mehr Griechisch, was wollen wir mit dem? Gab unglaubliche Reibereien, aber irgendwann haben sie dann kapiert, was er will von ihnen. Und er hat halt gesagt, hey, wir machen das, was wir können. Nicht das, was ihr solltet, sondern das, was ihr könnt. Und dementsprechend haben sie halt quasi mit 10 Mann verteidigt und geschaut, dass es irgendwie vorne ein Tor fällt, was dann auch funktioniert hat. Es war, viele haben immer gesagt, boah, man hat die machen den Fußball kaputt und was weiß ich was. Ja, kann sein, aber es war erfolgreich und darauf kommt es eigentlich in dem Fall dann auch an wieder. Und es ist wirklich schön zu sehen, weil es echt schlicht gehalten ist. Es sind ein paar Interviews, es sind die Fußballszenen, die Spielszenen drin. Und einfach eine tolle Geschichte am Ende auch. Also es wird tatsächlich hinten raus echt relativ emotional, was dann sogar mich berührt hat, wenn du dann wirklich siehst, wie die Griechen sich da völlig in Ekstase auch freuen, die am Anfang mit der Nationalmannschaft überhaupt nichts anfangen konnten. Das war so, ja, wir kommen vom Spiel zurück und irgendwie 20 Leute waren da und plötzlich war halt komplett Griechenland auf den Beinen. Ja, und auch diese Entscheidung und blablabla und dass Otto Rehhagel immer noch die Kontakte nach Griechenland hält und da auch öfters ist. Echt cool erzählt. Knackig erzählt, kurzweilig. Das fand ich sehr gut, weil du kannst ja Dokus auch echt ausdappen. Und was ich einen echt charmanten Moment fand, war auf eine Frage, wie er die Spieler motiviert hat und sowas oder was er dann zu denen gesagt hat, was sie machen mussten, hat einfach während der Doku Otto Rehhagel angefangen, die griechische Nationalhymne zu singen. Und das war seine Antwort darauf. Und richtig gut am Anfang, also es fängt schon relativ, wie ich finde, sympathisch an, weil ganz arg viel halt auf Griechisch oder dann auch auf Englisch ist, mit deutschen Untertiteln. Und ganz am Anfang sitzt er da auf den Stuhl und sagt, ja, er kann nicht wirklich Griechisch, er kann nur ein paar Sachen und brabbelt irgendwas und dann unten eingeblendet, unverständliches Griechisch. Das fand ich einfach total süß. Und ja, es ist wirklich, es ist eine schöne Doku, wenn man mal wirklich Zeit hat. Also ich habe es in 2 Teilen sogar angeschaut, weil ich habe es einfach nebenher geguckt. Und kann man wirklich mal anschauen. Also fand ich schön, vor allem auch die Fans mit Otto, Rehhagel. Also von wegen Rehakles. Das Rehakles gab es, glaube ich, nur bei uns in Deutschland. Ja. Aber dort war es halt Otto, Rehagel. Will ich auf jeden Fall auch sehen, die Doku. Nee, guck mal rein. Ich habe gerade schon geschaut, also auf Sky Documentary läuft es nicht. Läuft das im Normalen oder was? Das war streamen bei Sky. Ich konnte es ganz normal streamen. Okay, dann muss ich mal gucken. Weil im normalen Programm habe ich es gerade nicht gefunden, im EPG. Na, werde ich schon finden. Also den wollte ich auf jeden Fall auch sehen. Da hat mich interessieren ja solche Fußball-Märchen-Geschichten. Na, das gucke ich immer ganz gerne. Und das fand ich damals auch echt cool. Also wie die da als Underdog wie dann plötzlich da ein Spiel nach dem anderen so gewonnen haben, überraschenderweise und so. Das ist ja so eine schöne Underdog-Geschichte, sowas mag ich ja auch immer. Und auch wenn es seitdem nicht mehr geklappt hat, weil natürlich das jetzt entschlüsselt ist, was die da gemacht haben. Ja. Aber wenn du das natürlich einmal so bringst und damit keiner eigentlich so richtig rechnet oder denkt, okay, das werden die jetzt eh nicht so durchhalten in der Art und Weise und dann haben sie es doch gemacht. Ich meine, eine gewisse Adaption davon hat ja Frankreich bei der WM jetzt in Russland gemacht. Ne? Die haben ja auch ein bisschen sehr viel zerstört und dann wenig nach vorne gespielt und so und haben es ja dann auch irgendwie geschafft. Jetzt nicht ganz so drastisch wie damals Griechenland, aber ja. Naja, nee, schön ist, muss ich auf jeden Fall, den hat mich damals schon im Kino interessiert. Und das lohnt sich. Okay, ich sehe ja deine Punkte auf jeden Fall. Da ja, 7,5 für eine, es ist ja eine Doku, deswegen habe ich gesagt. Ja. Wusste ich nicht, ob wir es wirklich ansprechen, aber 7,5 von 10. Ein Film, wo ich gedacht hätte, den guckt ihr eigentlich sofort, wo der rauskam. Ein bisschen Wunder, dass ich jetzt der Einzige bin. The Adam Project mit Ryan Reynolds und Jennifer Garner zum Beispiel in den Hauptrollen. Zoe Saldana ist auch mit dabei. Geht darum, dass Ryan Reynolds, der ist so, das beginnt so in der Zukunft irgendwo, so mit Weltraum und Raumschiffen und sonst was alles. Und dann reist er in der Zeit zurück und trifft quasi sich selbst. Also das ist erstmal auch eine schöne Szene, wie dann so das jüngere Ich, das 13-jährige Ich, dann merkt, okay, das bin ja ich da, also der Ältere und so. Und was natürlich so
ja, Zeitreise, wer sich da ein bisschen auskennt und so, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn man sich selber trifft und so, das kann ja zu einigen Komplikationen führen. Ist hier fast ein bisschen so ähnlich, ist aber dann so, der 13-Jährige, der hat ja gerade seinen Vater verloren, also Mark Ruffalo hat den Vater gespielt und ja, ist da ein bisschen durch den Wind und dann kommt jetzt auch noch sein größeres Ich und hat natürlich auch, ist halt in seiner Ryan Reynolds Art, ne, wie er halt so ist, ne, wie bei Free Guy, wie man ihn kennt, so sehr viel labern und viel durcheinander und sowas und ja, die müssen aber so ein bisschen zusammenarbeiten bei so verschiedenen Dingen, denn man will da verschiedene Sachen, ich will nicht zu viel verraten, man will da ein bisschen was rausfinden und es kommen dann noch ein paar andere Zeitreisen mit dazu, ich will nicht zu viel verraten, auch ganz bewusst und ich gehe gleich mal in die Bewertung rein, weil ich weiß, ihr wollt es noch sehen, deswegen nicht, dass ich mich aus Versehen vertappe, dass ich da irgendwas verrate. Ich fand es jetzt nicht ganz so witzig wie Free Guy, auf jeden Fall. Free Guy hatte ja eine ganz andere Prämisse, der wollte halt, das ganze Setup war ja schon eh sehr viel lustiger angelegt und wenn da die Computerspielfigur und so weiter. Aber hier hat es doch noch ein bisschen so Ernsthaftigkeit im Hintergrund und auch noch diese, ja, die Sache mit den Zeitreisen und diesen ganzen wissenschaftlichen Ansatz, der natürlich auch teilweise ein bisschen Banane ist, was da drin ist. Und dann, was weiß ich, da reisen auch noch die Bösewichte zu sich selber in der Vergangenheit, um sich selber Informationen geben und sowas. Das ist alles schon, hat einen ganz schönen Überbau, was jetzt Free Guy nicht hatte. Was mir aber natürlich sehr gut gefallen hat, war wieder dieser Ryan Reynolds Humor, der da drin steckt. Ganz viele Star Wars Referenzen und Referenzen auf andere Filme und so. Da kann man echt viel Spaß haben bei dem Film. Und dadurch, dass der ja seit dem 11. März mittlerweile auf Netflix verfügbar ist und man den kostenlos schauen kann, mehr oder weniger, weil man Netflix ja im Abo hat, da kann man ja nichts verkehrt machen bei dem Film. Sollte ursprünglich mal ein Filmprojekt werden mit Tom Cruise in der Hauptrolle, aber Ryan Reynolds macht das, glaube ich, viel besser. Und ja, kann ich echt empfehlen. Ich glaube, wenn es da noch irgendwie einen weiteren Teil geben würde in der Art, würde ich sogar ins Kino gehen dafür, weil das ist echt ein schöner. Im Kino wäre es ein richtig schöner Popcorn-Film gewesen. Hier zu Hause war es aber auch sehr, sehr unterhaltsam. Also ich empfehle den euch mal. Guckt da mal rein. Macht da nichts verkehrt. Und okay. Ja, ich gebe so 7 okay. Punkte. Das war jetzt nicht der Riesenwurf, aber war schon echt, echt ganz cool. Ja. Klingt gut. Okay, dann. Werden wir angucken. Gucken wir mal in die Charts und Neustarts rein. Kino-Charts und Neustarts. Oh, jetzt habe ich gerade die Chartseite offen von den Innenstadtkinos Stuttgart. Da poppt bei mir ein Fenster auf. Wenn ich jetzt kostenlos den Newsletter abonniere, kriege ich einen Popcorn-Gutschein. den habe ich aber schon abonniert. Da stimmt doch was nicht. Deabonniere so. Und abonniere nochmal. Das ist eine Idee. Platz 5, King Richard. Sehr empfehlenswerter Film. Wir hatten in der Sneak Preview mit Will Smith in der Hauptrolle, der beiden Venus-Schwestern. Venus Williams. Der beiden Venus-Schwestern. So ist es richtig. Genau. Auf Platz 4 haben wir Ambulance mit Jack Gyllenhaal, ne? Haben wir schon gesagt. Ja. Jo. Platz 3, Belfast. Platz Nummer 2, Gangster Gang, D. Platz 1, The Batman, von dem ich immer noch nur Gutes gehört habe. Ich glaube, ich gehe da noch rein. Na, Batman. Das soll einen saugeilen Soundtrack haben. Da sind 2-3 Songs dabei. Da würde ich mich sehr freuen, die im Kino zu hören. Ah, okay. Platz 1, so, und dann, was läuft neu an? Was haben wir ein schönes hier? Sonic. Sonic the Hedgehog 2. Ne? Ah, genau. So, was für dich? Du hast doch den ersten so gefeiert. Ja, den ersten fanden wir gut. Fand mein Kleiner gut, ich fand ihn gut. Das war wieder so ein Film. Da ist für alle ich was dabei. Noch nicht gesehen. Ja, dann schau doch mal rein. Ich glaube, bei Sky ist der schon durch oder so. Der lief da auch mal. Weiß gar nicht. Mal. Und absolute Top-Rolle von Jim Carrey. Also, der spielt so gut in dem Film. Und ja, bei dem zweiten, der sieht mir ein bisschen sehr überdreht aus, der Trailer. Auch mit dem anderen, mit dem Gegenspieler da und so. Mal schauen. Aber mein Kleiner war jetzt nicht abgeneigt, als der Trailer auch lief vor der Gangster-Gang. Vielleicht gehen wir da rein ins Kino. Das war ein schöner Film, der erste. So, was läuft noch an?
Morbius, Oscar-Preisträger Jared Leto wird zu Morbius, dem Marvel-Vampir, der durch biochemische Experimente erschaffen wurde. Von Daniel Espinosa mit Jared Leto, Adria Arjona, Jared Harris und weiteren. Hm. Da war ja die Luise, war ja in der Pressevorführung drin. Hat leider nicht so ganz positiv, und die ist ja großer Marvel-Fan, die hat selbst Marvel-Filme gefeiert, wo alle anderen gesagt haben, naja, das war jetzt nicht so der große Wurf, ne? Und hier, also sie hat es nicht ganz so deutlich gesagt, aber es hat ihr wohl nicht so gefallen. Mal schauen. Peterchens Mondfahrt, animiertes Update des bereits vielfach verfilmten Märchenklassikers von Gerd von Bassewitz um zwei Geschwister, die zum Mond reisen. Ich weiß, er läuft wahrscheinlich nicht nur an, er läuft im Best-of-Cinema-Reihe an, aber ich muss ihn erwähnen, Grüne Tomaten, weil ich fand den so süß, ich finde den immer noch so süß, den Film. Oh, kennt ihr den? Willst du? Ja, ich habe den vor Jahren gesehen. Ja, leider. Der hat mir nicht so gefallen. Leider. Aber die Verleihfirma hat uns angeschrieben, weil der erscheint wohl auch nochmal auf Disc oder so. Da kannst du den ja gern nochmal sichten und nochmal. Ich weiß ja noch, worum es geht. Ja. Also ist ja alles cool. Dann erzähl deswegen doch mal, freut sich die Verleihfirma. Dann können wir. Ich kann auch vorlesen, was hier einfach als Beschreibung ja, steht. Genau. Da steht nämlich: Mit einem gehörigen Schuss Melancholie und romantischer Verklärung erzählte Regisseur John Avnet eine anrührende Geschichte aus dem tiefen Süden der USA in geschickt dosierten Rückblenden. Während Mary Stuart Masterton, Second Family, und Mary Louise Parker, Grand Canyon, als lebensfrohe Frühfeministin der 30er Jahre aufleben lassen, sorgt die Oscar-Preisträgerin Jessica Tandy, Miss Daisy und ihr Chauffeur, für andere Sachen noch. Ja, und wie gesagt, ich fand den ganz cool damals. Vor allem das Ende war dann sehr nett. Wo der Polizist verschwindet. So genau kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, ich habe den mal gesehen. Ich sag mal so, es verschwindet ein Polizist und am nächsten Tag gibt es frische Burger in der Bude. Ach so, ja, stimmt. Jetzt weiß ich. Ja. Na gut. Ich fand den nett. Wo ist jetzt mein Tab? Hier ist mein Tab. Das Ereignis. Ein historisches Drama, in der eine Studentin Mitte der 60er Jahre ungewollt schwanger wird und versucht, eine Abtreibung zu bewerkstelligen, als diese noch unter Strafe stand. Oh, richtige Feel-Good-Movie. Dann kommt noch Abteil Nummer 6. Finnisches Road-Movie in einem russischen Zug, in dem sich eine Finnin und ein Russe näher kommen. Finish him! Naja. Überfällt der Russe gerade Finnland oder was ist da los? Oh, jetzt Erik. Nein. A Hero. Die verlorene Ehe des Herrn Soltani. Ein eindringliches Drama über einen Mann, der seine Schulden zurückzahlen will und in einen Teufelskreis gerät. Uiuiui. Und irgendjemand hat eine SMS gekriegt. Ja, ich. Putin schreibt dir. Erik, hallo. Was ist denn los mit dir? Bis wir tot sind oder frei. Biopic über den Ausbruchskünstler Walter Stürm und seine Anwältin Barbara Hug. A Razor Reborn. US Marshall ist darauf spezialisiert, Zeuginnen verschwinden zu lassen. Doch das funktioniert nicht immer. Loses und junges Update des Schwarzenegger-Action-Thrillers von 1996. Okay. Ich habe davon schon gehört gehabt, dass der kommt und dachte schon, ah, Schwarzenegger wieder irgendwie. Und dann war der nicht dabei. Und dann habe ich so den Cast gelesen, dachte ich, okay, das wäre früher so irgendwie unter ferner Liefen dann gelandet. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Kino dann läuft. Okay, der Rest sind Dokus. Übrigens, nächste Woche startet Fantastische Tierwesen, gell? Dokus? Ja. Guck mal den letzten an. Der Musikfilm. Mit wem? Okay, Spirited. Weihnachtskomödie mit Ryan Reynolds als Ebenezer Scrooge und Will Ferrell. Okay, und Octavia Spencer. Aber ja, aber ich weiß, läuft der wirklich an? Also ich habe keine Ahnung, aber ich habe es gerade. Weihnachtsfilm jetzt? Passt der? Ich würde es Ryan Reynolds zutrauen. Warte mal, wann sind die Starts? Ja, und auch Will Ferrell auch, aber. Also bei filmstarts.de steht es nicht drin. Das ist eigentlich immer so die verlässlichere Quelle, aber da steht immer keine Kurzbeschreibung neben dem Titel, deswegen nehmen wir immer kino.de. Ja, schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Und ich blick mal ganz kurz rüber in die US-Box-Office. Da ist Batman immer noch auf Platz 1. Also der läuft echt gut. Auf Platz 2 ein Anime. Gekyo Juban Jujutsu Kaisen. Und auf Platz 3
Platz 3 Uncharted. Platz 4 ist X. Heißt nur X. Also Uncharted will ich ja auch irgendwie noch sehen. X, eine Gruppe von Filmemachern macht sich auf den Weg, um in Texas einen Film für Erwachsene zu drehen. Als ihre älteren Gastgeber sie auf frischer Tat ertappen, müssen die Darsteller um ihr Leben kämpfen. Ging fast ein bisschen wie die halbe Story von Nacktschnecken. Aber Dog noch, Spider-Man. Ich glaube übrigens, dass das morgen in der Sneak Wolke unterm Dach läuft. Einfach mal als Tipp. Berührendes Familiendrama mit Frederik Lau um ein Vater-Tochter-Duo, das plötzlich den Tod der Mutter auf unterschiedliche Wege verarbeitet. Okay. Ja, passt doch. Große Gefühle. Könnte auch sein, ja. Wann läuft der an? Wo hast du den gerade entdeckt? 28.04. Der läuft gleichzeitig an mit Doctor Strange. Oh. Ja, weil wir jetzt gerade Morbius genannt haben. Ich habe jetzt von Morbius, ich weiß nicht, Chris, dir geht es wahrscheinlich auch so, wenn du Twitch irgendwie einschaltest, da kommen ja immer häufig so Werbung und da kommt der Morbius-Trailer relativ häufig. Ich finde den schon vom Trailer her, ich weiß nicht so recht, wie ich den einordnen soll vom Trailer her, weil da sind Szenen, die sehen aus wie, also in den USA würde man sagen R-rated Sachen, also richtig heftig. Wobei die Marvel-Sachen ja vielfach eher auch so für ein breites Publikum angelegt waren, also auch für Jüngere. Und auch so ein familientauglich, sag ich mal, waren. Und hier, das wirkt für mich schon sehr, und dann ist er wiederum so quatschig, wo ich sage, es passt eigentlich eher so in so ein Familiending rein. Ich weiß auch noch nicht so genau. Kennt ihr irgendwie ihr kennt doch bestimmt die zugrunde liegenden Comics oder so, habt da vielleicht tieferen Einblick, in welche Richtung die gehen? Nee, Morbius war nie meins. Nee, okay. Macht mich auch überhaupt nicht an. Also, das ist so, das interessiert mich gar nicht, der Film. Und ich bin ja auch Marvel-Fan. Also, aber wahrscheinlich andere Sachen, die finde ich wesentlich interessanter. Trotzdem gucken, auch wenn es nur wegen den Post-Credit-Scenes ist, um da überhaupt. Wahrscheinlich. mal schauen. Ach, apropos, ich habe Promising Young Woman geschaut. Muss ich jetzt mal, habe ich vorhin vergessen. Ich wollte auch nicht tiefer drauf eingehen, weil hat man ja letzte Woche. Oh. War echt ein guter Film. Also, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt einen Oscar gegeben hätte für das Skript, weil es war jetzt keins, wo ich mit offenem Mund da gesessen habe, wow, war das ein gutes Skript oder so. Aber war schon echt gut und ich verstehe auch, warum die Academy den Film quasi den Preis gegeben hat, auch diese Würdigung fürs Skript und so, weil da waren doch einige Sachen drin, die in der Vergangenheit eher, sag mal, unter den Teppich gekehrt wurden, so Themen und so. Das fand ich schon ganz gut und ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall eine gute Empfehlung, sehr, sehr gute Darsteller und kann man durchaus schauen. Carey Mulligan, super. Chris, was machst du? Und jetzt kommen wir mal Ich habe nichts gemacht. Der Chris sieht schon, dass es hier um Serien und Filme geht, die ihn gerade nicht so interessieren. Kommen wir mal zu den Serien. Serien. Kate, ein Teil von mir. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das zusammenfasse und ich habe jetzt eine sehr schöne Zusammenfassung im Internet gefunden, die nicht so viel verrät, aber genau richtig genug verrät. Ich würde die mal vorlesen, weil ich krieg's nicht besser zusammengefasst. Der Schock ist groß bei der 30-jährigen Andy Oliver, Bella Heathcote, als sie und ihre Mutter Laura, gespielt von Toni Collette, Zeugen werden, wie ein junger Mann Amok läuft und andere Menschen erschießt. Ebenso schockierend ist für sie aber, wie routiniert Laura auf den Film, auf den Vorfall reagiert und den Eingreifer ohne jegliche Schwierigkeiten aus dem Verkehr zieht. Naja, also ein bisschen Schwierigkeiten waren schon, aber es war schon krass. Anstatt sich im Anschluss als Heldin feiern zu lassen, will diese über die Geschehnisse nicht sprechen, lehnt jegliche Medienrummel ab. Noch mehr, auch Andy soll nicht mit den Medien sprechen und am besten auch nicht mit der Polizei. Aus gutem Grund, wie Andy mit der Zeit feststellt. Denn ihre Mutter, die sie genau zu kennen glaubte, trägt ein Geheimnis mit sich herum, von dem niemand etwas erfahren soll. Und ich finde, das fasst ganz gut zusammen. Toni Collette ist sehr undurchsichtig in der ersten Folge. Also man fragt sich die ganze Zeit, was ist da los? Und auch nach diesem Amoklauf von diesem Typen in dem Restaurant, wie sie den zur Strecke bringt, das grenzt an ja, was weiß nicht, was soll ich sagen, so Geheimagenten. Also ich habe erst gedacht, Gott, ist die irgendwie ein Schläfer? Hat die irgendeine Spezialausbildung oder sowas?
Und über die Serie hinaus, über die Folgen hinaus, findet die Andy dann immer mehr über ihre Mutter raus. Und es wird dann uns auch gezeigt in Rückblenden, in das Leben, als Laura noch jung war oder jünger war, Teenager war, junge Erwachsene war. Und wieso, weshalb, warum sie eigentlich aktuell so ein Geheimnis um alles macht. Und das hat Spaß gemacht, würde ich mal sagen. Also ich habe das sehr gerne geguckt. Ich habe das auch relativ schnell hintereinander geguckt, weil es mich wirklich interessiert hat. Es hat einen schon gefesselt auch. Man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Es hätte einen Tick schneller erzählt sein können, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, das ist so eine langweilige Folge. Kommt mal zum Punkt oder so. Also das war zum Glück nicht der Fall. Erik, wie hast du es empfunden? Ja, es ist ja so, wenn man sich jetzt hier so, es geht, ja, wie heißt das Buch? Jetzt muss ich kurz mich umdrehen. Von James Monaco, Film verstehen, habe ich hier so ein Buch. Und auch diverse andere Filmbücher. Ist halt so, wenn du mit so einem Knaller startest. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Sixth Sense. Ja, Sixth Sense, erste Szene, Bruce Willis kommt nach Hause, der Typ steht plötzlich im Bad und nimmt sich das Leben. Und wenn du mit so einem Schockeffekt startest, dann hast du erstmal viele Zuschauer für dich gewonnen. Und das ist eigentlich das, was eine Serie heutzutage machen muss, weil es gibt einfach viel zu viele Serien gerade. Es wird viel zu viel produziert, viel zu viele verschiedene Streaming-Services. Du musst die Leute relativ schnell abholen. Das ist ja das, was ich häufig kritisiere bei manchen Serien, wo du erstmal 5 Folgen gucken musst, um zu verstehen, worum geht's da jetzt überhaupt und ist das Ja. was für mich? Hier ist es so, du Funeral bist. for a Dog ist genauso. Ja, genau. Du bist eigentlich sofort dabei. Du sagst, ach du Scheiße, du bist da voll drin. Dachte, um Gottes Willen, also das ist auch so gut gespielt, so diese Angst, die da entsteht bei diesem Amoklauf, was der Typ da macht, der ja eigentlich gar nicht so ein richtiger Amoklauf ist, weil man sieht ja, der hat es auf bestimmte Leute abgesehen und dann dreht sich das Blatt so ein bisschen und der hat andere Leute im Visier und diese intensive Anfangsszene macht alles richtig und deswegen. Dann später die Enthüllung, was so peu à peu dann so rauskommt, kann natürlich in dem Sinne nur so ein bisschen verlieren, aber man hat zumindest erstmal die Zuschauer gewonnen, dass sie sich interessieren dafür. Hat bei mir zumindest sehr, sehr gut funktioniert. Ich fand Bei dann mir auch. manche von den Enthüllungen, die dann im Laufe der nächsten Folgen dann kommen, da hatte ich dann manche sagen, okay, das ist jetzt nicht so. Aber es war schon interessant. Ich habe es noch nicht ganz fertig geguckt, muss ich dazu sagen. Wir haben das auf der Fortsetzung folgt, Hausaufgabenliste stehen, weil wir nehmen ja am Dienstag wieder auf. Und das ist eine von den 3 Serien. Und deswegen hatte ich da reinguckt, war dann, ich wusste auch nicht mehr, wer mir das vorher empfohlen hatte oder wo das, ich dachte, du hättest, deswegen hatte ich da mal bei uns nachgefragt und habe ich festgestellt, ach, du hast auch gerade geschaut jetzt. Und das war ganz witzig, konnten wir jetzt mal drüber reden. Eine sehr, sehr empfehlenswerte Serie, also Toni Collette Absolut. in der Hauptrolle, mehr oder weniger dann die Bella Heathcote, die man zum Beispiel, die ich jetzt nicht gesehen habe, 50 Shades of Grey habe ich nicht geguckt, aber The Man in High Castle hat sie zum Beispiel auch mitgespielt. Ja. Dann sind noch etlich gute Nebendarsteller dabei, unter anderem Locke aus Lost ist dann in einer späteren Folge dabei. Oh ja, stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Habe ich schon davor vergessen. Dann Omari Hardwick, Joe Dempsey ist dabei von Game Ja. of Thrones und so, also echt gute Darsteller in den Nebenrollen, die dann irgendwo so quasi in diesen Rückblenden mal auftauchen, wo man denkt, what, ey, so ein Top-Darsteller jetzt einfach so in so eine Rückblende und Ja. so. Ja, coole Serie. Auch die Rolle, die der Locke gespielt hat, quasi so düster, so eigentlich so ein richtiger Despot und richtiges Arschloch eigentlich. Und die Rolle hat irgendwie total gut zu ihm gepasst, weil ich kenne ihn ja halt hauptsächlich auch nur aus Lost. Und Da war ja auch also schon sehr das hat diffus. mich auch total überrascht. Ja, aber nicht so. Also nicht so wie jetzt in einem Teil von ihr. Und du guckst zu Ende, weil Ja, ich wie guck's weit mal noch bist du zu Ende. jetzt? 8 Folgen gibt's? Welche Ah, ich fehlen dir noch? weiß, ich kann es dir gerade nicht genau sagen. Also ich bin auf jeden Fall über der Hälfte drüber, aber. Okay. Also Locke kommt ja auch erst relativ spät. Ich weiß es nicht. Ja. Also Ende habe ich noch nicht, aber ja. Keine Ahnung, ich werde berichten. Dann in Fortsetzung folgt, könnt ihr es dann hören. Ihr Cross-Promo. Und ich habe eine Serie für mich entdeckt, die mir empfohlen wurde. Chris, die möchte ich dir mal ein bisschen mit ans Herz legen. Es ist eigentlich Jetzt bin ich gespannt. keine Serie in dem Sinne, steht da schon im Dokument drin. Heißt BattleBots. Gibt es auf Netflix. Oh.
Und die Prämisse ist folgendes. Ihr kennt ja bestimmt bei Universitäten, beim MIT oder wie es heißt, gibt es ja diese Roboterwettkämpfe, ne? Die dann irgendwie so einen Roboter bauen, die sich gegenseitig bekämpfen. Und da gibt es ja verschiedene, gibt es was weiß ich, in Malaysia, in Japan, überall gibt es solche Sachen. Und das ist quasi so die, ich nenne es mal in Anführungszeichen die Weltmeisterschaft, da kommen quasi die Gewinner von diesen ganzen kleineren Sachen zusammen. Das hat halt Netflix zusammen mit Sky irgendwie produziert. Und das Setting ist folgendes, die Roboter, die gebaut werden, die dürfen bestimmte Sachen machen. Also was jetzt nicht geht, sind zum Beispiel irgendwelche Seile oder Angelschnüre oder so, gibt es so ein Reglement. Die dürfen sich halt nur quasi mechanisch gegenseitig bekämpfen oder auch mit zum Beispiel Feuer oder sowas. Gibt es manche, die haben so Flammenwerfer eingebaut. Die Dinger wiegen maximal 110 Kilo und so ein Roboter mit 110 Kilo mit irgendwas, das ist schon eine ganz schöne Energie, die da entsteht, um es mal vorsichtig zu sagen. Deswegen ist diese ganze Arena, die so die Größe hat wie ein was weiß ich, halbes Basketballfeld, ist auch komplett mit Panzerglas ummantelt und es sind Zuschauer da, die da eben Zuschauer halten. Kommentatoren sind da, bekannte Leute. Dann sind in der Arena sind auch so Fallen, die jeweiligen Teams auslösen können. Also sind so zum einen so wie so Presslufthämmer, die dann so von oben runterkommen, auf den Boden. Ne? Das heißt, wenn man im richtigen Moment drückt, kann man dann... Wie machen die? Kann man dann den Gegner auch so mit... Warte, Achtung! kann man den Gegner... zerstampfen oder irgendwelche Sägeblätter, die von unten rauskommen oder irgendwas. Okay, das klingt und, mega geil. Ja, und vorher werden immer so die Teams vorgestellt. Das Ganze ist natürlich so dieser typisch amerikanische Stil. Now we have the Ice Claw und so. Ja, und dann siehst du so Hintergrundberichte, wie die es gebaut haben und so. Yeah, okay. Und dann je nachdem, wo die herkommen und was weiß ich, dann verschiedene Teams, dann kämpfen die gegeneinander und Riesenspektakel und da fliegen die Teile rum gegen dieses Panzerglas und zerlegen die sich und du siehst halt immer, was da so die Idee dahinter ist zwischen den einzelnen Battlebots, die gebaut haben, also was weiß ich, es ist halt dann wie beim Wrestling, also wenn der Gegner zum Beispiel dann irgendwie auf dem Rücken liegt und sich nicht mehr umdrehen kann, dann wird halt runtergezählt oder wenn der an der Seite in der Bande ist oder irgendwas, oder halt eben totale Zerstörung. Das ist eigentlich so der Königssieg, ne? Das macht natürlich am meisten Spaß. Und deswegen am Anfang werden die vorgestellt, diese Bots, was die für Möglichkeiten haben. Manche sind eher so defensiv, die wollen halt den Gegner irgendwie umdrehen, wenn der ankommt. Oder irgendwie. Andere sind natürlich voll auf Attacke ausgerichtet und haben irgendwie Flammenwerfer dran oder sonst was. Da gibt es jetzt. Auf Netflix gibt es 2 Staffeln. Ich bin jetzt gerade in der ersten Staffel drin, gucke ich mit meinem Kleinen. Wir sind beide gleichmäßig begeistert. Also beide wirklich, jeder hat da so, vor allem wenn die das so vorstellen am Anfang, diese Teams. Ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln und macht wahnsinnig Spaß. Halt gab es sowas aber nicht schon mal vor ein paar Jahren? Mir kommt das so bekannt vor mit so Roboter-Battlen. Gab es schon mal. Immer, ja. Aber die haben halt jetzt diese quasi eine Weltliga die sie gemacht haben, wo quasi die Gewinner, die von diesen MIT-Wettkämpfen und in Kanada gibt es ja auch so Wettkämpfe und in Europa gibt es diverse Sachen. Das wird halt am Anfang immer vorgestellt. Manche sind auch wirklich. Einer hat sich vorgestellt, ja, der ist eigentlich hauptberuflich Klempner, der macht das aber so just for fun und darf da auch mitmachen und. Ja. Geil. Und dann manche haben auch noch so kleine, nicht nur einen Roboter, einen großen. Also du darfst ja die 110 Kilo aufteilen. Du kannst auch zum Beispiel 3 kleine Roboter machen, die dann angreifen. Dann brauchst du natürlich 3 Leute, die das steuern und so. Und ja, guck da mal rein. Es ist sehr kurzweilig natürlich und spektakulär teilweise, was da so abgeht und was die da so geplant haben. Und dann, wenn man so ein bisschen diesen amerikanischen Show-Stil, wenn man damit ein bisschen was anfangen kann, dann ist man da zu Hause. Wer das nicht mag, wer da eher so irgendwie eine tröge deutsche Show gucken will, dann eher nicht. Aber ich glaube, naja, da gibt es ja so Shows, die dann so, wo du denkst, öffentlich-rechtlich, okay. Ja. Aber hier ist halt alles so. Erik, hey, heute hau du echt einen raus. Du, also. Alles gut getrimmt auf Spektakel, auf, da wird natürlich auch wie beim Wrestling manchmal so vorher so ein bisschen Beef gestreut, weißt du, und so. Aber alles so mit so einem gleichen Augenzwinkern und das mag ich sehr. Also Battlebots auf Netflix, das ist ein überraschendes Ding, was wurde mir empfohlen. Dachte ich, was ist das für ein Quatsch? Ich dachte so irgendeine komische Serie oder sowas, habe ich gesagt, ach nee, das ist ja Reality, das ist ja cool.
Und ja, Kate, jetzt erzähl mal was zur nächsten spektakulären Serie. So, ich muss vorausschicken, ich kenne das Videospiel nicht. Also entschuldigt mich, wenn ich die genauen Begrifflichkeiten nicht korrekt habe, im Kopf habe. Ich kann es nur beschreiben. Du weißt, also, dass es das gibt. Du hast davon schon mal gehört, von dem Spiel, oder? Ja, natürlich. Ja, okay, ich habe das aber nie gespielt und so. Also deswegen habe ich, hab ich das jetzt auch angeguckt, weil es A, mega cool aussieht und ich bin ja aber keine Videospielerin. Also, es gibt jetzt auf Sky die Serie Halo. Nach dem Videospiel. Und da gibt es jetzt die erste Folge und es geht quasi darum, also wir sind auf so einem Planeten, wo so eine, wie so eine, so ein kleines Rebellendorf ist und die, die Bewohner dort, die sind gegen diese Roboter Übermenschen, ich weiß nicht, wie die heißen. Also das ist irgendwie die menschliche Regierung hat so Überroboterkämpfer erschaffen, die nur auf Befehl reagieren, aber da sind Menschen drin in den Anzügen. Und die sind aber irgendwie umprogrammiert, weiß ich noch. Ich bin noch nicht so weit raus. Es gibt nur eine Folge. Und die kämpfen gegen die. Und weil die sich dem nicht unterjochen wollen. Und eines Tages tauchen aber Aliens auf. Also so große Viecher mit ekligen Gesichtern und so. Und überfallen dieses kleine Dorf und bringen alle um, die da so sind, bis dann diese Robotermenschen kommen und denen quasi helfen. Und dann, das ist ein junges Mädchen, die Quan, die ist so, das ist die Tochter von dem Chef von dem Dorf oder Bürgermeister oder was weiß ich. Und die ist die einzige Überlebende und die stellt dann fest, okay, die Roboterviecher wollen uns helfen in dem Fall und bekämpfen die Aliens. Und ja, also versteckt sie sich und lässt sich also quasi helfen. Und als sie dann aber wieder aufwacht, also sie wird irgendwie ausgenockt und als sie wieder aufwacht, ist sie in einem Raumschiff. Was aber noch zu erzählen ist, ist, dass die Roboter Menschen auf diesem Planeten ein Artefakt gefunden haben. Wahrscheinlich waren sie eh auf der Suche nach dem Ding. Das schwebte so ein komisches Dreieck, Metallteil, und es schwebte in einer Höhle. Und einer von den Robotermenschen, der Master Chief, hat es berührt und war dann wie in so einer Trance. Und sein Befehl lautete, das Ding mitzubringen. Und er war dann wie gefesselt von diesem Artefakt, was auch immer das ist, und hatte so Flashbacks. Und das ist genau das Problem, denn Master Chief fängt dann an, nicht mehr so wirklich auf Befehle zu hören und hat quasi Flashbacks von seiner eigenen Vergangenheit. Er weiß zwar noch nicht, dass es seine eigene Vergangenheit ist, aber die ihn programmiert haben, wissen es natürlich. Ja, also die haben immer so einen Kontakt zu ihm und die steuern auch das Schiff von ihrem Heimatplaneten aus und so. Und es ist alles ein bisschen strange. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht ganz durchcheckt, aber es ist sehr gut gemacht. Auf jeden Fall stellt er dann fest, okay, die Gefangene, die ich mitgebracht habe oder die ich da von dem Planeten gerecht geholt habe, soll getötet werden. Und das will er aber nicht, weil er hat ja plötzlich ein Gewissen, weil er dieses komische Artefakt angefasst hat. Und dementsprechend flieht er dann mit ihr zusammen. Und das gefällt natürlich den Chefs von ihm gar nicht. Und ja, das ist so die erste Folge. Das ist, ich, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, ich kenne die Begrifflichkeiten nicht, ich weiß nicht, wie die Robotermenschen heißen, aber es ist sehr cool. Das ist auch sehr gut gemacht. Gut, das ist ja das Entscheidende. Ja, also es ist sehr spannend. Also ich habe relativ schnell gecheckt, um was es geht und wer ist. Nur die Namen weiß ich halt alle nicht. Und die haben bestimmt, also den Master Chief konnte ich mir eben merken und die Quan, das junge Mädchen, konnte ich mir merken. Der Rest, da gibt es dann noch diese Programmiererin, die habe ich, weiß ich nicht, wie sie heißt. Aber es ist wirklich gut gemacht, also das Setting ist cool, die Effekte sind gut, die Alien-Monster sind ekelhaft. Und ich gucke weiter, es macht Spaß. Ich finde es so schade, dass nur eine Folge pro Woche kommt. Hast du die offizielle Begrüßung von dort auch schon mitbekommen? Welche Begrüßung von dort? Die sagen das doch immer. Sagen wir, Halo zusammen. Haha. Du bist so doof. Halo miteinander. Du bist so doof. Miteinander. Das ist einfach so ein alter Witz. Ah, unfassbar. Ich finde ja die. Ja, ich.
die Kritik von... Ich weiß halt nicht, ob die Geschichte auch die Geschichte von dem Videospiel ist. Ist sie das? Hat es von euch jemand gespielt? Nein, ist nicht diese Geschichte vom Videospiel. Ich finde ja die Kritik in der GameStar so cool. Nach der Sichtung der ersten Folgen von Halo, unsere erste Kurzkritik, hier läuft einiges schief. Und dann so... Auch gut. So stellen wir uns den Brainstorming-Prozess bei Paramount vor, die das produziert haben. Person 1. Wie erklären wir plausibel, dass der Master Chief nach jahrelangem Krieg plötzlich seinen Handel hinterfragt? Person 2. Wir brauchen ein Alien-Artefakt, das verborgene Erinnerungen freisetzt. Echte Charakterentwicklung dauert zu lange und kostet zu viel Geld. Person 3. Und dann brauchen wir noch einen moralischen Scheideweg. Zwingen wir ihn doch, ein Kind zu töten. Person 1. Aber wie sollte der Master Chief gezwungen werden, ein Kind zu töten? Person 3. Vielleicht bekommt er den Befehl von oben? Person 3. Nur, wieso sollte jemand mitten in einem Alienkrieg so einen unsinnigen Befehl geben? Person 2, das ist doch egal. Lass uns einfach Commander Keyes sagen, dass es so sein muss. Das mögen die Fans. Das ist Science Fiction, da geht es um alles. Person 4, vielleicht kehrt ja auch Imperator Palpatine irgendwie zurück und so weiter. Naja, ich weiß, ich habe da extreme Bedenken. Es gab ja schon mal so Halo-Filme, die dann so animiert waren. Die fand ich scheiße. Und deswegen... Also, die sind nicht animiert. Ja, ich weiß. Deswegen, ich habe aber... Das war... Ich meine, gerade bei animierten Sachen, ja, da hättest du auch so viele Möglichkeiten gehabt, Sachen zu zeigen, die du jetzt in einem normalen Realfilm nicht machen kannst, ja. Und gerade wenn das so auf einem Computerspiel basiert, da hättest du so coole Sachen machen können und die waren schon scheiße. Deswegen habe ich die Serie erstmal völlig links liegen gelassen. Du findest sie ja ganz gut. Ich werde da bestimmt mal reingucken. Und, aber vielleicht finde ich sie gut, weil ich die Spiele nicht kenne. Ich kenne die Spiele auch nicht so im Detail. Ich habe da irgendwie so ein, zwei Teile mal angespielt. Das war nicht so meins. Ich hatte da Shooter aus einem anderen Universum da eher bevorzugt und auf einer anderen Plattform. Ich habe die natürlich auch gespielt, aber das war jetzt ja richtig tief drin im Detail. Da gibt es ja beinharte Fans und weiß nicht, Chris, du bist ja eher der PlayStation, das ist auch nicht deins, denke ich mal, oder? Ja, ich hab, ja, trotzdem hat man auch ja, man kennt das aber. Halo auch ran. Aber. Ja. Ja. Deswegen, ja. Aber bei mir ist es hauptsächlich, weil ich die Filme schon mies fand. Und das ist ungefähr so. Es gibt auch von Starship Troopers so animierte Filme, die sind auch totaler Müll. Und das war ungefähr genau das Gleiche, wo man versucht hat, die Marke irgendwie sagen, oh, hey, jetzt gibt's einen Film und morph, dass die Fans alle sagen, yay, und das holen. Und ja, mal schauen. Gibt's ja, wo kann man das gerade gucken? Auf Sky. Auf Sky. Das ist ja eine Paramount-Produktion, haben die sich wohl jetzt gesichert? Ja, Paramount Plus. Ja, die haben, ja, die Sky hat sich jetzt gerade einiges gesichert. Die zeigen viel von Paramount Plus und die haben jetzt auch das Peacock mit drin und werden das immer mehr aufstocken. Finde ich cool. Peacock, ja. Okay, na dann, Halo-Serie. Also, mal schauen. Vielleicht habe ich bis nächste Woche auch mal reingeschaut. Ist cool. Und ist ja nur eine Folge ist bisher. Ist cool, ey. Ist cool, man. Ist cool. Und... Digga. Dann gehen wir lieber mal in die Rätsel-Ecke und gucken mal, was da heute so vorbereitet ist. Rätsel-Ecke. Ja, herzlich willkommen in der Rätsel-Ecke. Heute darf ich ja mal wieder. Kurz oder glumm. Und weitestem Sinne, ja, ich habe immer, ich habe heute mal drei Fragen vorbereitet mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Eine davon ist richtig oder falsch. Deswegen könnte man schon fast Gurz oder Glomp sagen, aber nur im weitesten Sinne. Deswegen würde ich es heute mal weglassen. Aber trotzdem. Drei Fragen habe ich vorbereitet. Eine vierte müsste ich mir dann noch eine Schätzfrage kurz noch schnell überlegen, was überhaupt gar kein Problem bei mir darstellt. An welche Zahl denke ich gerade? Genau. Genau das. Nein, kein Problem. Ich denke auch nicht, dass wir in die Verlegenheit kommen, eine Schätzfrage stellen zu müssen. Erste Frage, und ich würde gerne von euch beiden wissen, wer zuerst antworten möchte. Na gut, dann mache ich es. Alles klar. Habe ich schon einen Punkt? Weil ich das war schon die erste Frage, ja. Die Mutigen werden belohnt. Ja, und eben nicht, ne? Also, erste Frage. Und zwar, weil wir es von heute schon hatten, zu Ryan Reynolds habe ich eine Frage. Kanada. Und zwar, okay, ich komme direkt zur zweiten Frage. Zweite Frage auch zu Ryan Reynolds, und zwar, in welchem Harry Potter Film hat Ryan Reynolds mitgespielt? Also, erst... Keinem. Hättest du mich auf den falschen Fuß erwischt. Okay, erste Frage zu Ryan Reynolds, jetzt aber. Ja. Bei welcher Serie aus den 1990er Jahren, lehnte er eine Rolle ab?
War das A, Buffy im Bann der Dämonen? War das B, Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI? C, Outer Limits, die unbekannte Dimension? Oder D, Hillside? Ich tippe auf Akte X. Okay. Ich sag dir nachher, wenn es richtig Buffy, war, warum. Buffy, natürlich. So, natürlich nicht dann, Buffy. Lasst euch sagen, Ryan Reynolds hat mitgespielt bei Hillside. Und er hat auch mitgespielt bei Outer Limits. Er hat tatsächlich da auch Auftritte gehabt. Abgelehnt die Rolle, eine Rolle, die ihm angeboten wurde, hat er tatsächlich bei Buffy. Buffy im Bann der Dämonen. Ja! Ich kenne jede einzelne Buffy-Folge. Der spielt da nicht mit. Aber Buffy war doch nicht in. Ja, der, bei Akte X doch, natürlich. Spielt er auch nicht mit. Deswegen. Aber Buffy, Akte X, ja? Doch. Spielt er mal mit bei Akte X? Mhm. Ja? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Weil Akte X war ja auch in Kanada produziert, deswegen habe ich gedacht, ja. Okay. Jane the Boom in der Folge. Ach Gottchen. Süzigü. Ja, jetzt wo du sagst. Ja, ne? Du als alter Akte X. Hast du irgendwie die Staffel noch? Weißt du, Staffel und. Das war 96, was weiß ich denn. Ja, ich gucke nachher nach dem Kannst du sagen, ich klicke einfach drauf. Folge lief am 12. Dezember 96. Das, ja, ist jetzt. Ich gucke nachher selber mal sowas. Interessiert genau. Mich. Weil die späteren also 1 zu 0 für Kate? Haben mir nicht mehr so gefallen. Deswegen ich nicht mehr so präsent. Das heißt aber, Kate muss jetzt auch gleich bei der zweiten Frage zuerst antworten, weil Erik ist so nach vorne geprescht. Zweite Frage. Wie viele Batman-Darsteller in Filmen gab es bislang? Waren das 9, 8, 7 oder 6? Warte, lass mich überlegen. Filmen, nicht Serien. Oder wegen, also nur Filme, okay. Nur Filme oder waren es 6, 7, 8 oder 9? Lass mich überlegen. 1, 2, 3, 4, 6. Okay, was sagt der Erik? Was war die Auswahl? Ich nehme 1 höher. 9, 8, 7 oder 6? Dann nehme ich 7. Da gab es bestimmt tatsächlich irgendeinen Film, den ich nicht kenne oder so. Robert Pattinson ist tatsächlich in den Filmen der 7. Batman-Darsteller. Damit steht es 1 zu 1 in Filmen. Aber du hast Adam West hat in Filmen und in Serien gemacht. Ja, Adam West. Wer war es noch? Adam West. Dings hier, Val Kilmer. Dings hier, Michael Keaton. Die heißen alle bei den Dings hier. Ja, nee, ich überlege gerade. Michael Keaton, dann natürlich hier der Dark Knight. Aber mir fehlen dann irgendwie noch. Ben Affleck. George Clooney. Ah, Ben Affleck hat mir gefehlt gerade. Ja, Ben Affleck, George Clooney. Okay. George Clooney wusste ich, aber Ben Affleck George hat mir Clooney gefehlt. Also, okay. Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck und Robert Pattinson. Okay, ja, ich hab, super. 1 zu 1. Jetzt geht's um die Wurst. Und ich muss antworten zuerst. Ach du Gott. Ja. Wir haben eine Star Wars-Frage. Oh Gott. Ach, scheiße. Star Wars-Frage. Wo haben die Klonkriege begonnen? War das A auf Tatooine, B auf Geonose, auf C Naboo oder auf D Coruscant? Das ich habe eine Antwort, aber ich darf noch nicht. Damn. Klonkriege. Sag ich Coruscant. Keine Ahnung. Das wollte ich sagen. Weil Erik sagt Coruscant. Ich überlege gerade bei, das war doch bei Attack of the Clones. Aber du referenzierst wahrscheinlich auf die Serie, wo wahrscheinlich auch mal irgendwas anderes war. Dann sag Nein, ich referiere. Keine Ahnung. Ja. Dann sag ich referiere Naboo. Ganz genau auf die. Auf Naboo. Der Überfall auf ja, Naboo. Ja, ich wollte aber eigentlich Coruscant sagen. Ja. Ja. Und Coruscant ist falsch. Oh. Ja, das ist tatsächlich in Geonose. Da hat es angefangen. Super, jetzt haben wir 1 zu 1. Das heißt, es gibt doch die Schätzfrage. Schätzfrage. Wer ist näher dran an meiner Ganz gedachten Zahl? Einfach gut. Wir erinnern uns mal zurück an den Film Parasite. Wer kennt ihn nicht noch? Aus dem Jahr 2019 aus Korea. Ganz großartiger Film. Oscar-Gewinner. Ja, und trotzdem ein ganz großartiger Film. Mich würde interessieren die Spielzeit von Parasite in Minuten. Oh Gott. Erik muss zuerst antworten. Der tippt noch schnell wahrscheinlich. Nee, das ist der Chris, der tippt. Ich liege hier zurückgelehnt auf meinem Sessel. Ich überlege gerade.
135 Minuten. Okay. So lang. Ich sag, keine Ahnung. 100. Warum musste ich eigentlich zuerst antworten jetzt? Weiß ich auch nicht. Ach so, ich sag 130 Minuten. Ich hab doch die davor zuerst beantwortet. Was? Also Kate sagt 130? Ja. 130 Minuten, okay. Also, das ist, glaube ich, vom Schätzen her mit das, was wir am closesten, der closeste Call, den wir, glaube ich, je hatten. Erik 135, Kate 130 ist, der Film ist gelistet mit 132 Minuten. Dann hat Kate gewonnen wegen einer Minute. Yes! Saugeil, echt gut. Ich wusste, es war 2 Stunden noch was. Aber 2 Stunden noch was. Wie geil. Aber nicht schlecht. Also, puh. Sehr gut. Meine größte Angst war, dass Kate jetzt 129 sagt dann. Absolut. Ja, danke. Danke. Ja. Na wunderbar. Dann wandert das Kreuzchen jetzt hier rüber. Zack, für nächste Woche. Okay. So. Ich hab gewonnen. Sehr gut. Dann geht's weiter in die Musikecke und wir empfehlen euch was zum Hören. Music. Kate, starte doch gleich mal. Ich nehme die Rascal Flatts mit Life is a Highway. Life is a Highway. Habe ich gestern im Auto gehört. Chris, ich wollte auch was von Foo Fighters nehmen, aber ich habe gesehen, du hast auch was drin, deswegen habe ich was anderes. Ja, ich war aus gegebenem Anlass. Tyler Hawkins in Frieden ruhen. Verlust für die Musikszene auf jeden Fall. Von den Foo Fighters habe ich The Pretender. The Pretender. Geiler Song. Und ich habe mal eine Coverversion von Nirvana, wo ich immer sehr, sehr vorsichtig bin, weil das viele versuchen und bei den wenigsten klingt es gut, aber das ist von Imaginary Future, Come As You Are. Und finde ich echt ganz cool gemacht. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist auch in dem Batman-Soundtrack mit drin, in dem neuen. Aber gut, packen wir mit auf die Playlist, die da heißt Kinocast Songs. Die dürft ihr gerne abonnieren auf Spotify. Dürft natürlich auch gerne den Kinocast selbst dort abonnieren, falls ihr jetzt hier einfach nur mal so zufällig gelandet seid. Beim letzten Mal hat uns ja sogar die Innenstadtkinos empfohlen, auf deren Instagram-Account da in der Story direkt verlinkt, den Spotify-Beitrag. Vielleicht hört uns da jetzt jemand zu, der über den Weg gekommen ist, der oder die. Dann herzlich willkommen und abonniert uns. Und ja, dann sind wir eigentlich durch für heute, glaube ich. Habt ihr noch irgendwas? Nö. Nö, tschüss. Heute sind die Oscars. Ich werde mal ein bisschen reingucken. Was ist die heute? Heute sind die. Ja, heute sind die Oscars. Wo ist das Gewinnspiel? Ja, gibt doch eins von den Innenstadtkinos. Deswegen habe ich keins extra gemacht, weil die Innenstadtkinos eins gemacht haben. Da kannst du sogar Popcorn und Kinogutschein und sowas gewinnen. Habe ich auch in der Gruppe schon gepostet. Und ja, ich freue mich sehr wieder, dass es von ProSieben übertragen wird. Machen vorher ein bisschen Red und vorher kommt ja auch hier Star Wars, der Könntest Aufstieg. Könntest du das bitte nochmal genauso Aufstieg sagen? Aufstieg Skywalkers. Was denn? Du machst schon ganz schön lustig über mich, muss ich sagen. Ich versuche das ganze Ding hier irgendwie zusammenzuhalten und du. Egal was ich sag hier, ich habe nur dumm gemacht hier. Ja. Oh. Erik passiert heute. Ja. Willkommen in meinem Leben. Hab vorhin schon bei Rocket League nicht geglänzt hier im Stream. Naja. Ja, aber du solltest nicht Torwart spielen. Genau. Jedenfalls, ja, ProSieben freue ich mich sehr, dass die das wieder live übertragen. Das ist immer echt ein Fest. Ich werde ein bisschen reinschauen, den Rest aufnehmen, weil ich muss morgen arbeiten und dann abends. Wie viel fängt das denn an? Ja, wieder mitten in der Nacht. Also 23 Uhr fängt, glaube ich, die Vorberichterstattung an und dann kommt Roter Teppich, weil die haben ja die ganze Sendung etwas knapper gemacht. Heißt aber nicht, dass die zur selben Zeit anfängt und eher vorbei ist, sondern umgekehrt. Ich glaube, die fangen später dann an. Also, ja. Deswegen, also für uns ist es, glaube ich, ein bisschen ungünstiger zum Schauen in Deutschland, aber
Bin sehr gespannt und Steven Gätchen hat schon sein Outfit heute ausgepackt in einem Sponsored-Post auf Instagram. Der wird jetzt diesmal nicht mehr von seiner bisherigen Klamottenmarke gesponsert, sondern von Boss. Hat er seine Klamotten ausgepackt, sah schon sehr stylisch aus. Jo, guck da mal rein. Pro7 oder aufnehmen, dann morgen in Ruhe gucken, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es sehr sehenswert werden. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Immer wieder gerne. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche dann mit den neuesten Oscar-News. Tschüss. Wiederhören. Bye, bye. Der Kinocast.